iPhone 16 Pro ist neu in dieser Woche im deutschsprachigen Raum gekommen. Die Version mit dem kleinsten Speicher beginnt bei ca. 1200 Euro und die größte Version mit 1 Terabyte Speicher ist man kriegt bei 2000 Euro. Deswegen möchte ich dir drei Finanzhacks zeigen, wie du dieses Telefon günstiger bekommen kannst. Ich würde sagen, wir starten gleich in dem Video. Kommen wir zu Finanzhack Nummer 1. Extreme Rabatte kriegen bei den Verkäufern bzw. beim Hersteller. Ich bin jetzt hier auf die Webseite apple.com.de und hier sehen wir schon eine Gutschrift von 30 bis 57 Euro für dein neues iPhone. Also ich kann hier ein paar Fragen beantworten. Mein altes Handy eintauschen gegen ein neues und da steht mir bis zu 57 Euro zur Verfügung, was ich an Rabatt bekommen kann. Und das ist natürlich wirklich heftig. Selbst hier bei mir in der Schweiz, wenn wir hier mal schauen, wenn ich das neueste Telefon auswähle mit 1024 GB, kann ich hier insgesamt einen Rabatt kriegen von 650 Franken. Das sind knapp 700 Euro. Und auch hier, wenn ich ein Abo zusätzlich abschließe, mein altes Telefon, hier erwähnen Sie iPhone 14 Pro mit 128 GB, kriege ich nochmal minus 450 Franken, also knapp 500 Euro. Zahle ich nur noch für den Gerätepreis 399 anstatt diese 1349. Also das ist mal richtig krass. Hier kann ich bis zu 650 sparen. Und auch hier bei iPhone ähnlich, 765 Euro ist das Höchste. Also es ist schon genial, wenn man sich das Ganze mal genau anguckt. Und davon wird es auch mehrere Anbieter geben, die solche Geschichten anbieten. Kommen wir zum Hack Nummer 2, Retouren kaufen, weil die Leute unzufrieden sind mit dem Telefon. Also wenn wir uns mal das Ganze jetzt hier angucken, die Statistik, 43% der Befragten schaffen sich innerhalb von 2 Jahren ein neues Telefon an. Bei 13% war es sogar schon nach weniger als nur einem Jahr. 25% behielten ihre letzten Smartphones 2 bis 3 Jahre. Also die Tendenz ist dahin, dass die Leute sehr schnell das Telefon wechseln. Immer noch auch im Jahr 2024. Daher ist der Artikel. Und wir sehen hier zum Beispiel auch bei Amazon Retourenkauf, kann ich das Ganze auch empfehlen. Hier kriegt man 10% Rabatt auf eine Auswahl an retournierte Ware. Also Leute, die ihr Telefon zum Beispiel zurückschicken, kann ich hier mindestens 10% Rabatt bekommen. Jetzt natürlich die Frage, schicken die Leute ihr iPhone zurück? Ja, man muss natürlich hier ein bisschen recherchieren und dann kann man hier auch einiges abstauben. Genauso natürlich auf eBay muss ich wohl niemandem sagen. Auch hier würde ich mal am Anfang sehr, sehr stark schauen, wer hier sein Telefon nicht mehr haben möchte, aus irgendwelchen Gründen, sei es die Farbe, Display zu klein, man ist nicht zufrieden, zu viel Geld ausgegeben. Manche gehen auch über ihre Verhältnisse und können sich das Telefon einfach nicht leisten. Und dann ist die Gefahr natürlich groß, dass sie ihr Telefon zurückschicken. Auch da muss man natürlich schnell sein, um diese Angebote zu kriegen. Finanzhack Nummer 3 ist, ich spiele einfach auf Zeit, weil wir uns das Ganze hier mal anschauen. Laut einer Preisprognose des Preisvergleichsportals Idealo könnt ihr das iPhone 16 5 Monate nach seinem Release günstig kaufen. Der beste Zeitpunkt für den Kauf könnte also Februar 2025 sein. Jetzt ist natürlich klar, das Weihnachtsgeschäft zieht jetzt langsam an. Wir befinden uns jetzt Ende September. Und dann ist natürlich klar, die Preise werden jetzt eher hochgehen und im Januar bzw. Februar werden die Preise extrem sinken. Und das würde bedeuten, 5 Monate nach seinem Release soll es bis zu 20% günstiger werden. Das untermauert auch diese Grafik. Wenn wir hier mal schauen bei Geizhals Preisvergleich, sehen wir auch hier, dass es nicht immer lange ging, dass die Preise näher eingebrochen sind. Also Zeit ist hier der Faktor, mit dem wir spielen können. Einfach ein bisschen warten, die Preise werden sich automatisch korrigieren, nicht gleich euphorisch werden und hier so eine Panikkäufe machen, sondern wirklich Thema Zeit nutzen und die günstigen Preise einhalten. Und das geht natürlich auch auf Strategie 2 über, wo wir ein bisschen abwarten, Thema Retourenverkauf oder Menschen, die unzufrieden sind mit dem iPhone. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ganz kurz vor der Kamera und ich werde nur einige Punkte dazu sagen. Ja, liebe Leute, das waren die Finanzhacks gewesen. Schreibt mir gerne rein in die Kommentare, ob ihr sie schon kanntet und welche Strategien ihr verfolgt, um das Telefon günstiger zu bekommen. Oder sagt ihr, nein, wisst ihr was, ich kaufe das Telefon einfach so, wie es ist, habe keine Lust rumzusuchen, rumzurecherchieren. Ist natürlich auch in Ordnung. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.